Vor allem noch diese POV. Die bekommen sie den Scheiß rein? Tino? Du bist so eine Pussy, ist unglaublich. Ich hätte in meinem Leben niemals gedacht, aber wir gehen heute wandern in der Schweiz, in den Schweizer Bergen. Ich habe 5 Stunden geschlafen. Ich sehe aus wie Sonic the Hedgehog. Egal, wir gehen rein. Ich muss duschen und dann gehen wir rein. Wieso musst du immer so lange wach bleiben? Also, wie heißt du? Wie groß bist du? Jetzt muss ich dich wieder vorstellen, weil noch viele Leute kenne ich gar nicht mehr. Deswegen am besten Größe, Alter, Augenfarbe. So Militärselektionierung. Ich bin Viviana. Ich bin 1,67 Meter, glaube ich. Was, Digga, 65? Das sind nur 2 Zentimeter. Weißt du, mit Heels bin ich 1,70. Bin Fußballerin, lebe in Miami. Miami, la vida loca. Was wolltest du noch wissen? Was ist dein Preis pro Stunde? Gib keinen Preis. Was machen wir heute? Wir entdecken die Schweiz. Also no joke, wir fahren nicht 2,5 Stunden rein in die Schweiz, weil ich wohne in Zürich, die gute Frau wohnt auch in der Nordschweiz. Wir fahren jetzt in die Richtung Südschweiz, weil heute gibt es, ich glaube, man sieht es an meinem Outfit. Ich glaube, man sieht es eher an meinem, als an Vivianas Outfit. Wir gehen heute wandern. Ich dachte wirklich, ich finde noch meine Militär-Wanderboots. Aber so habe ich die gefunden. Ich war so im Stress. Die Ultra-Boots werden entzwirbelt. Ich muss auch sagen, ich bin nicht der erfahrene Wandertyp. Aber das Gute ist, bei der Wanderung gibt es noch etwas sehr Spezielles. Es gibt einen, glaube ich, Gletscher, oder war das? Ja, einen Gletscher. Also wir gehen heute in einem Gletscher baden. Deswegen, Friends, hoffen wir fahren erstmal dahin. Dann schaffen wir es auf diesen scheiß Berg und dann finden wir den Gletscher. Aber wir finden es gleich heraus. Deswegen, Friends, erstmal 2 Stunden Auto fahren. Wir gehen rein. Also, Friends, kleiner Boxenstopp. Ich bin vor Applaus auf die Fresse gefallen. Stark. Das ist sehr gut. Zum Wandern. Ja, weg von hier. Hat dich jemand gesehen? Cheers. Cheers. Wie bekommen sie den Scheiß rein? Hm? Weich? So schwach? Keine Ahnung, das ist klasse. Eine komische Farbe. Aber wir wollen Schweizer Kulturgut, die Rakete. No joke, das kennen nur Schweizer. Kalorienarm, lecker und oldschool. Früher in meiner Kindheit war das 50 Rappen, jetzt schon 1,50 ist crazy. Rakete, wir gehen rein. Vivianski, ey, wie lange sind wir Auto gefahren? Sag ehrlich, wie lange sind wir Auto gefahren? 2,5. Das war schon sehr lange, sag ehrlich. Also Freunde, ich habe wirklich Dinge erfahren von Viviana, wollte gar nicht wissen. Was? Also wir sind es, wie man sieht, irgendwo im Berner Oberland, also wer sich nicht ein bisschen auskennt mit der Schweiz, Bern ist die Hauptstadt. Ist super irrelevant, ist super langweilige Stadt, aber ist die Hauptstadt. Wir gehen jetzt erstmal essen, oder? Yes. Mangiare. Und nachher gehen wir hoch auf diesen Berg hinter uns wahrscheinlich. Freunde, ab jetzt nur noch mit Gott. Also wie man sieht auf jeden Fall, ich bin Fußbruch. Ich bin all black, also will ich gleich ein Auto klauen. Sie sieht aus, als würde sie gleich Tennis spielen. Friends, wir sind gemacht. Wir sind gewappnet für diese Experience. Wir gehen rein. Ich muss dir das Ass zeigen und erklären, was es ist. Das sind Äpfelmakaronen mit Speck. Ich mach sogar schlau. Film mal kurz, ich probiere für dich, bevor du deine Meinung gibst. Oh, okay, das sieht schon hart aus. Das ist voll so Mac and Cheese der Schweiz. Das ist, Freunde, Mac and Cheese-Aroni. Schmeckt? Boah, das ist heavy. Eigentlich, ich bin auf Diät. Wisst ihr, Freunde, ich wollte mich mal so runterschredden. Deswegen dachte ich so, komm, kleine Schnitzelchen. Ja, Freunde, wurde jetzt mit kleinem Schnitzel, aber die Pommes wird zuerst probiert. Ja, ist Arbeit. Ich hatte locker im Monat keine Pommes mehr. Arbeit. Ah, warte. Also wahrer Man of Culture. Was darf nicht fehlen, Viviana? Was darf nicht fehlen? Zitrone. Sehr stark. Boah, ich hab kurz an die gezweifelt. Du warst fast schon auf der Wechselbank. Ich mag Zitrone nicht. Du magst nicht? Dann mach ich erst recht richtig viel drauf. Oh. Das ist nicht zu dick, nicht zu dünn. Man muss schon sagen, der Koch hat gekocht. Er hat geguckt. I let him cook. Okay, ja, gut. 30 Euro ist nicht wenig. Aber für Schweiz sind die Portionen geistkrank. Mhm. Probier du, Vivi? 10 von 10. 10 von 10? Ehrlich? Also machen wir mal eine 9 draus, okay. Aber sehr gut. Also wenn du danach noch wandern kannst, ich wäre überrascht. Campus. Mit eines Campus. Also Freunde, wir gehen jetzt rein. Lass uns genießen, wir gehen rein. Oh. Also Friends, wir haben es geschafft. Wir sind fast da. Schaffst du es, Vivi? Ja, ich hab's gemacht. Nein, so. Aha. Komm. Vivianski. Ganz gut. Also, was hast du nochmal? Sag nochmal, was hast du? Höhenangst. Wie fest hast du Höhenangst? Ui, fest.
wird es dribbelig langsam schon. Oh man. Aber ey, man muss schon sagen, es sieht schon sehr gut aus. Es ist brutal. Also Freunde, die Aussicht hier sieht phänomenal aus. Man muss sich nicht kotzen, wir haben gerade hier abgeholt. Ich habe nicht bezahlt, wir kotzen hier, deswegen Freunde. Bis jetzt sehr, 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 sehr schön, muss man sagen. Oh. Also Friends, Frau Miami, man muss echt sagen, Vivi und ich waren schon echt überall. Und jetzt haben wir es geschafft sogar mal auf eine legale Wanderung, weil sonst sind unsere Wanderungen immer illegal. Also sonst waren wir immer, weißt du, diese letzte Wanderung, die wir gemacht haben, so, oh mein Gott, um diesen Wasserfall zu sehen. Deswegen, das ist so schlimm, sie. Heute mit einer Mission Richtung Gletscher. Und der Gletscher ist irgendwo da hinten. Also wenn wir da, dort hinten, zack. Geben Sie den Kühen? Ja, ja, komm. Die sind frei. Ja, doch, geh hallo sagen. Die beißen. Nein, geh hallo sagen. Die sind gut. Komm jetzt. Wir gehen zu den Moose. Kollege, die Kuh isst mich. Komm, die schnell. Versteckt sich hier. Alter. Oh. Ich war schon auf die Fresse geflogen. Die Kuh ist im Headglitch. Das ist crazy. Vivi, komm jetzt. What up, boys? Ich höre zu viel Glocken. Ah! Hallo, sag ich so. Ja, hallo gesagt. Komm, für den Vlog jetzt. Komm. Du bist so eine Pussy, unglaublich. Ich fasse jetzt kurz an. Für den Vlog. Ich hab Bock auf dich. Komm, Vivi, die ist halt am liegen, ist die vordere. Komm. Ganz aber kurz. Aber komm mit. Ja, ich komm mit. Komm jetzt, Vivi, einmal anfassen. Bleib ruhig, aber du darfst nicht reagieren. Komm jetzt, Vivi. Bleib ruhig. Bleib einmal ruhig. Ja, wie soll ich ruhig bleiben? Einfach ruhig bleiben. Komm jetzt, Vivi. Komm, ich dir noch. Komm jetzt, Vivi. Komm auch näher. Ja, ich komme näher. Ganz vorsichtig, du musst nicht reagieren, nicht zu fest reagieren. Du hast mich berührt. Ja, siehst du, stark, stark, Vivi, stark. Vivi, stark. Well done. Jetzt gehen wir weiter endlich. Sidequest gelöst. Sidequest Kuhberührung gelöst in Schweizer Bergen. Also Vivi, erzähl mal, Ronaldinho-Story, wo stehen wir heute? Wir haben eh noch eine Meile zum Laufen, also gefühlt 30 Minuten. Also Ronaldinho nicht mehr so aktiv, weil er... Hat er dich liegen lassen? Ja, also nicht mich liegen lassen, aber wir haben nicht so viel Kontakt. Wir schreiben ab und zu, ja, nur so, wie geht's und wie steht's. Und er hat mich noch gefragt, wann ich wieder nach Miami gehe. Mal schauen, vielleicht sehe ich ihn wieder. Neymar habe ich gesehen, ein Update. Neymar? Also yes. Die junge Version von Ronaldinho, diese ja. Upgrade von dir. Ja, Neymar. Ja. Ganz krasser Fußballer, ich liebe ihn, wirklich. Ja, aber in dem Fall Ronaldinho-Story zu Ende, ist die Trilogie. Nein, nicht zu Ende, aber nichts Spezielles, weißt du? Sag Neymar. Mal das Bild von dir mit Neymar. Sieht man's? Ja, man sieht's, glaube ich, warte. Warte, ja, man sieht's, glaube ich. In dem Fall, Freunde, wir können noch eine Stunde laufen. Ah, und Florida, Update. Ja, Florida? Wir schreiben. Florida. Ja, was ist mit Florida los? Er hat mir geschrieben gestern, hi. Einfach ja, so random. Mit ihm schreib ich ein bisschen mehr. Wir wollten an ein Date, aber bis jetzt... Will ich, also wie alt ist Florida? Eben, er ist zu alt. Wie alt ist er? Ich glaube, auch wie Ronaldinho, um die 40. Also ist zu alt für dich? Ja, schon klar. Wieso? Er ist einfach ein guter Sänger, mehr nicht. Oh, oh. Deswegen, Freunde, auch wenn man ultrareich ist und gefühlt jeder Club einen Song spielt, für Vivi Abe reicht es nicht mehr, leider. Nee. Dann muss auch das Alter stimmen. Deswegen, Freunde, ich werde gleich verschwitzt in diesen See reinspringen, wie ein Löwe. Doch, man sieht sie, Freunde. Also hier hinten ist der Gletscher, der geschmolzen ist, in dem man zum Glück auch baden kann heute. Man muss schon sagen, wunderschöne Aussicht. Man muss schon sagen, Wasser ist blau-blau. Was sagst du, Vivi? Ist echt schön. La vida loca? La vida loca. Also man muss echt sagen, Freunde, für diese Aussicht, wer so ein bisschen Natur fühlt, this is the way to go. Also Friend, man sieht auf jeden Fall das Wasser, es sieht immer, immer klarer aus. Also, ja, ja, man hat stark, stark. Das Wasser sieht echt krass, vor allem auch mit den Bergen im Hintergrund. Also diese Kulisse, das ist schon so Hollywood-reif. Vor allem noch diese POV. Vivi, schau mich an. Nimmt sich vor, ich glaube, die meisten Zuschauer haben, glaube ich, so drei Bikinis von dir schon gesehen. Das ist der vierte oder der dritte. Mach mal 360. Ich hole alles raus. An der Stelle Like und Abo für die Mox. Ja, folge auf Vivi. Schau mal bei Vivi vorbei, wirklich. Vivi hat es verdient. Vivi ist King. Und deswegen, wir werden jetzt Schritt für Schritt ins Wasser gehen. Es ist auf jeden Fall schwierig aus dem Boden. Vivi noch immer noch in ihren sehr, sehr guten Wanderschuhen. Wir gehen rein. Oh, Santa
Maria, Gott. Du bist selber am Stern. Ja. Also ich muss echt sagen, Friends, es ist stabile 16 Grad, wenn es gut kommt. Vivi, du musst links. Ich bin nicht so groß. Das ist wie Eisbad nach dem Training. Nach dem Training ist es schlimmer, weil du dann sehr warm bist. Bald beim Buchnabel. Komm, ein Nippel muss nass werden, das weißt du. Nein, Nippel nicht. Keine Nippel für dich. Nein, nein, zeig mal den Bauchnabel. Doch. Jetzt auch ein Nippel. Nein, Nippel nicht. Also Friends, wir haben es geschafft. Es ist gut kalt. Es ist sehr kalt. Es ist wirklich sehr kalt. Mein Schwanz ist gerade wirklich auf so 4 cm. An einem sonnigen Tag. Vivi? Ich aufgerundet. Ich bin am Sterben. Also Friends, was sagen wir zu unserem Sonnenplatz, Vivi? Perfekt. Schon, also man muss, wir sind auf den Stein hochgeklettert. Ja, ich muss schon sagen, diese Frau hat echt nur Angst vor Gott. Also, wie die gerade am Schwimmen ist, nur Gott weiß. Ich in meinen roten Speedos, ich bin fast gestorben. Deswegen, Freunde, ich gehe mit in die Auszeit, werde es mir gut gehen und ein bisschen Sonne mit tanken. Dann gehen wir hoch. Ja, wird schon mir helfen. Oder oh Gott, so gut. Sounds like a you problem. Komm. Komm jetzt, warte. Gib doch einfach in die Hand. Auf Titanic. Oh. Hola. Siehst du, we made it. Okay. Geh nach vorne. Also Freunde, ich kann wirklich sagen, da der Ort war echt genial. Also die Aussicht, der Vibe einfach generell. Es war sehr, sehr still. Man hat fast keinen Wind, weil wir halt im Tal unten sind. Alles gut bei dir, Maus? Ja. Okay. Deswegen, Friends, jetzt müssen wir kurz wieder zurückwandern und ich hole mir gleich ein saftiges Eiscreme und wir machen unser Fazit dazu. Kann was? Nicht so gut. Das ist ein... Ich gern. Life's good. Freunde, an der Stelle ein Like, ein Schleckerino von Andy Abi. Also Vivi, komm, noch einmal. Am Kopf, Kopf streicheln. Wenn er mich streichelt. Komm, der liebt dich doch. Komm. Hallo, Baby. Der ist ein Süßer, komm. Schau, der will nichts von dir. Der ist nicht schlimm, Frau. Ein bisschen streicheln, ja, ja, siehst du? Er freut sich ja. Hallo, Baby. Ja, siehst du? Und die Arten wollen schon wieder fressen, siehst du? Nice, well done, komm. Schon besser wie vorher. Immer besser. Nächstes Mal in der Schweiz, dann bin ich auf sie. Oh, shit. Statement. Tino?